Hallöchen, meine lieben Dudes und Dudin. Hier zur Umfrage für den FIFA 16 Karrieremodus, wie es hier nach dem FC Bayern München auf der Xbox One weitergehen soll. Wir haben ja dort zwei Saisons gespielt und da war es so, da gab es noch nicht die aktuellen Transfers und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir, gucken wir mal, wie wir jetzt nach diesen zwei Saisons mit dem Bayern München weitermachen. Ich hatte da schon eine Umfrage gemacht mit euch und die hatte irgendwie nicht so viele Votes, wie ich eigentlich gedacht hätte, dass da Votes kämen. Es ist schon eindeutig, was dabei rauskam, aber es sind halt nicht so viele Votes, wie sonst eingehend waren. Also das fand ich ein bisschen schade, finde ich ein bisschen wenig Aufrufe, also wenig Votes. Das Video hat sehr viele Aufrufe gehabt und deswegen dachte ich mir, komm, mach jetzt nochmal das ein bisschen genauer. Ich hatte einfach gefragt, andere Karriere mit einem großen Verein oder neue Karriere mit dem FC Bayern München und dann halt mit einer neuen Zielsetzung. Also nicht so, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Wir haben versucht, das Team so krass, so geil wie möglich aufzubauen. Wir können uns natürlich eine andere Philosophie überlegen. Das wäre eine Option. Aber ich habe natürlich noch ganz andere Vereine jetzt hier für euch vorgeschlagen. Ich zeige euch erst einmal die aktuelle Umfrage, so wie die hier war. Also ich kann ein bisschen mehr reinzoomen. Bumm. So. Ich glaube, danach muss ich ein bisschen kleiner machen. Ja, da sehen wir 136 Votes für andere Karriere mit einem großen Verein und 93 Votes für neue Karriere mit dem FC Bayern München. Und 229 Votes sind an sich nicht wirklich viel. Deswegen wundert mich das so ein bisschen, ob nicht jeder vielleicht auf den Vote oder so geklickt hat. Und deswegen dachte ich mir, okay, machen wir es jetzt noch mal ein bisschen genauer. Und dafür habe ich diese Umfrage hier erstellt. Welcher Top-Club soll es sein? Ich habe mir verschiedene Ligen rausgeholt und habe dann meines Erachtens immer zwei genommen. Wir haben einmal FC Barcelona und Real Madrid. Das sind die aus der Liga BVA, das wisst ihr aber auch wahrscheinlich. Dann haben wir FC Bayern München und Borussia Dortmund, ne? So die Top-Clubs. Also das wäre dann einfach der Reboot. Wenn ihr hierfür wählt für Bayern, dann könnt ihr das gerne da machen. Ihr könnt, glaube ich, auch mehrere Sachen voten. Also wenn ihr sagt, okay, das sind alles Vereine, die ich gerne sehen würde, wählt sie einfach aus. Ihr könnt mehrere Vereine auswählen. Dann dachte ich mir, okay, Premier League, was würde ich da nehmen? Ich würde vielleicht diese beiden da auswählen. Manchester United und Manchester City. Dann hätten wir aus der Serie A Juventus und Milan, also Internationale, also Inter. Und aus der türkischen Liga, weil auch einige in den Kommentaren nach der türkischen Liga gefragt haben, Galatasaray und Beşiktaş, dachte mir, das wären so 10 Vereine, für die ihr euch mal so ein bisschen entscheiden könnt, wenn ihr Bock habt. Das heißt, ihr wählt, könnt das irgendwie so auswählen, was weiß ich, oder ihr macht so. Also die würden mir alle gefallen und dann drückt ihr auf Vote. Und dann gucken wir mal, wie viele Votes jetzt bei rumkommen. Jetzt sind natürlich mehrere Votes möglich. 229 war schon sehr wenig, deswegen, das hat mich sehr, sehr gewundert. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier an dieser Umfrage teilnehmt. Der Link dazu, der wird in der Videobeschreibung sein. Und ich werde dazu auch einen Kommentar reinschreiben mit dem Link. Den am besten auch liken. Und natürlich auch dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn euch das gefällt, wenn ihr Bock habt auf eine dieser Karrieren. Ich habe da auf jeden Fall mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe ein bisschen eure Kommentare durchgeschaut und da waren viele von denen hier auch dabei. Und deswegen dachte ich mir, okay, mach das so pro Liga zwei Stück. Und die ich da so gesehen hatte, ich habe wahrscheinlich nicht alle getroffen. Wahrscheinlich habe ich nicht alle getroffen. Ich habe so ein bisschen ausgesiebt, was sind hier so die Top-Clubs. Erstmal nur die Top-Clubs. Wir haben ja noch einen kleineren Club, mit dem wir spielen, nämlich mit Freiburg. Die Karriere läuft ja auch noch und auch auf dem PC. Und ja, da gucken wir mal. Sobald wir hier ein gutes Ergebnis haben, wo halt das relativ eindeutig ist, dann werde ich das nehmen. Oder ich werde noch eine zweite oder also nächste Runde nehmen, wo wir sozusagen nur noch die, die mit den meisten Votes nehmen. Und daraus wird dann entschieden. So, das war es doch eigentlich schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr macht hier gut mit bei den Umfragen oder bei dieser Umfrage. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Macht's gut, bis denne.